Also, ich war in Kanada. Zeig uns doch mal deine Route. Also ich war hier erstmal an der Westküste und bin dann von Vancouver mit dem Auto die US-Küste runtergefahren bis nach Mexiko. Wir waren noch in Tijuana, weiter sind wir nicht gegangen. Dann sind wir wieder hochgefahren durch die Mitte des Landes, also durch die Mitte der USA, waren dann hier in den Rocky Mountains und so. Dann bin ich irgendwann von Vancouver nach Toronto geflogen, habe mir da ein Auto gemietet und bin bis nach New York gefahren, Niagara Falls und Co. Und bin dann von New York nach Miami geflogen und von Miami wieder nach Hause. Dankeschön. Ich war jeden Tag woanders. Bei McDonald's. Ja. Okay. Wo warst du denn, Laura? Australien, Merle. Ist ja. Hier so und da so. Linke Seite nicht? Linke Seite gar nicht, weil ja, das Geld war knapp. Krass. Ja, das Standardantwort, um von der Schule und dem ganzen Alltag zu entfliehen. Weil du noch keine Ahnung hattest, was du machen möchtest. Doch, das wusste ich. Das wusstest du? Ja. Aber wenn ich jetzt, wann dann? Silvester ohne Schuhe. Was? Verfolgung vom Waran. Zum Waran? Den Bär habe ich nicht getroffen. Das ist schade. Ja, das ist auch traurig. Pamela? Ich habe auch kein Krokodil gesehen, da war ich auch traurig, wirklich. Ein Krokodil habe ich gesehen. Florida. Ja, echt? Ja. Ja, gut. Viele Tiere gesehen, nur nicht das, was ich wollte. Ich wollte einen Bär sehen. Ich wollte ein Krokodil sehen. Ich sage nur einmal. Ja, Merle, wohin geht's als nächstes? Thailand! Thailand! Andere Kultur, mal Argentinien. Finde ich gut. Wegen die Drogen. Gibt auch Berge. Aber was ist denn dein nächstes Reiseziel? Das hast du schon genannt. Ja, ja, Südamerika auf jeden Fall, auch wegen Spanisch. Und was reizt dich an dem Land? Die Drogen. Die Drogen, ja. Ja, es ist ehrlich. Ja, es ist ehrlich. Ich meine, wo gibt's denn die Drogen? Kolumbien, jo, auf jeden Fall. Jo. Gut aufgepasst. Ja. Was ist denn typisch für Kanada? Berge. Bären. Bären, wenn man sie denn sieht. Berge. So viele Schnee, da, so viele. Eis, sie hat nicht Kälte. Ich ein. Ungeräumte Straßen. Meistens sollte man mit Schaufel hochziehen, um sich selbst den Weg frei zu machen. Und in Kanada sind schon, also die leben ganz anders als wir. Da kann man sich eigentlich nochmal eine Scheibe von abschneiden, weil die nämlich viel entspannter durchs Leben gehen. Oh, genau dein Lebensstil, oder? Man muss sich auch anpassen. Ja gut, sonst kommt man nicht durch. Also eben, also du musst schon Kanadier werden, wenn du in Kanada bist. Ne? Wie sind die Australier so? Die Surferboys. Ja, genau. Entspannt. Ja, die Haut ist leicht ledrig durch die Ozonlöcher. Ja, wenn sich was bewegt, man springt einfach nur, weil es immer irgendwie was ist, was dich töten könnte. Trifft man denn überhaupt Australier oder trifft man nur Deutsche? Ja, je nachdem, was du machst. Wenn du in der Stadt unterwegs bist, dann natürlich eher nicht. Aber auf dem Land, da lebst du ja mit denen quasi zusammen. Also wir haben halt auch gearbeitet und dann halt bei denen gelebt, von daher. Sie sind auch so entspannt, oder? Ja, sehr entspannt, manchmal zu entspannt, wenn irgendwelche krassen Situationen sind, wo, weiß ich nicht, irgendein Tier ausbricht und die stehen dann da. Ja, lass laufen. Ja, genau. Wird schon. Mach nochmal. Amerikaner sind wirklich so blöd, wie man denkt. Ach, weil die einfach, wir sind mit dem kanadischen Auto da reingefahren und die haben uns so Sachen gefragt, wie, warum fahrt ihr Auto, ihr kommt doch aus Kanada. Dann lag man mit Iglos, seit wann gibt's da Autos? Ah, krass. Und dann halt auch so Typen nachts in der Bar irgendwie, die dann so meinten so, ach, Europa, okay, Deutschland, habt ihr da Elektrizität? So, nee, das gibt's nur hier. Das ist super ehrlich. Also für mich ist USA echt ein drittes Weltland, die hängen so nach. Oh ja, ich habe sehr viel Geld verloren, viel Geld, in kurzer Zeit, in 5 Monaten. Ja, natürlich, weiß ich nicht, war interessant, sich mal allein durchzuschlagen quasi und nicht ja, hier von Mama und Papa alles zu kriegen, sondern sich halt selbst darum zu kümmern, alles zu organisieren quasi. Es war ein Vogel, ein kleiner Babyvogel. Er ist aus dem Nest gefallen und ich wollte ihn retten. Ich habe alles getan, ich habe ihm ein kleines Nest gebaut und er hat sehr hungrig gewirkt, weil er immer so geschrien hat. Und dann habe ich ihm Thunfisch geben wollen. Aber leider war das Stückchen zu groß und daran ist er letztendlich verendet. Das ganze Auslandsjahr hat mir sehr viel weitergeholfen, würde ich sagen. Man wird selbstständig dadurch.
Also ich habe auch das ganze Geld vorher selber angespart und dann geht man natürlich auch anders mit dem Geld um, weil man weiß, wie lange man dafür gearbeitet hat. Im Endeffekt war trotzdem alles weg, also mein Rückflug war gerade noch so drin, auf einen Cent genau, glaube ich. Und ja, sonst, man wird halt sehr erwachsen, weil man Situationen halt selbst meistern muss. Ich habe mir ein Auto ausgebaut und hatte vorher überhaupt keine Ahnung von Autos und unser Auto hat andauernd komische Geräusche gemacht oder ist nicht mehr gefahren und ja, jetzt kenne ich mich halt mit Autos aus, ne? Ist das nicht mehr so? Was ist das denn? Nicht? Nee, nur... Voll.